Da ist ein Asteroidenbrocken, guckt mal. Darf man da, ist das okay, da hinzugehen oder ist das gefährlich? Wenn der noch glüht, ich weiß nicht, Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter im Hardcore-Modus im neuen Update. Es gibt tatsächlich jetzt eine Änderung im neuen Update. Und zwar hatten wir ja noch, als wir uns im Nicht-Hardcore-Spielstand den Teleporter angeschaut haben, festgestellt, dass man für den Teleporter, um den zu betreiben, dass man diese Shards braucht aus den Quarzkristallen. Die braucht man jetzt wohl nicht mehr. Die sind sogar komplett verschwunden, diese Shards. Man braucht jetzt komplette Kristalle wohl irgendwie. Und ihr habt mir auch gesagt, ich soll mal hier den Wasserfilter machen, damit ich aus den Flüssen direkt trinken kann und aus den Seen. Das ist richtig, das können wir eigentlich mal direkt machen. Da muss ich nur mal schauen, haben wir eigentlich Stoff? In irgendeiner Kiste noch vielleicht? Müssen wir mal gucken, ob das geht. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Planet Crafter reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein. Die sind am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare auch solche Sachen schreiben. Wie gesagt, wenn sich was geändert hat, was ich vielleicht noch nicht so mitgekriegt habe. Ich kriege auch nicht immer alles mit tatsächlich. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Hier haben wir Stoff. Sehr schön. Gut, dann können wir ja den Filter wirklich machen. Genau. Ich kriege auch nicht immer alles mit, auch wenn ich mich bemühe. Deswegen, Schwarmintelligenz ist da immer ganz praktisch. Da könnt ihr dann auch ein bisschen Sachen reinschreiben, genau. Hatte nämlich einer drunter geschrieben, dass die Shards raus sind. Genau, was ihr auch noch geschrieben hattet, war, vielen Dank übrigens, wenn ihr das macht an der Stelle, dann, genau, was ihr auch noch geschrieben hattet, war, dass die Nachrichten von dem Iklas in der Kraterbase, dass die jetzt tatsächlich auch im Spiel vorhanden sind. Also das heißt, wir können uns da jetzt Nachrichten durchlesen. Vorher war ja alles leer. Da würde ich doch mal sagen, machen wir das mal, wa? Dass wir uns da mal hinbegeben. Jetzt aber erstmal diesen Filter machen. Also warte mal, was brauchen wir denn für den Filter? Da muss ich nämlich nicht immer so viel Wasser mitnehmen. Kunststoff, Silizium und Wasser, genau. Und einmal Alu. Kunststoff. Silizium haben wir hier jetzt nicht mehr. Genau, da muss ich mal schnell hier schauen, ob hier noch was ist. Hier wird es langsam ein bisschen dünner mit Ressourcen. Ist nicht mehr so viel am Start jetzt. Mittlerweile. Müssen wir mal gucken. Hier ist Silizium. Schunderwöhn, genau. Nice, nice, nice. Das war hier noch ein bisschen Magnesium auch gleich mitnehmen. Da haben wir auch nichts mehr. Wenn wir schon mal dabei sind. Wasser habe ich ja. Habe ich noch, genau. Genau, das ist ja der Punkt. Damit wir kein Wasser mehr brauchen, machen wir jetzt dann diesen Filter. So, können wir das jetzt? Yes! Und damit habe ich den Filter und den setzen wir gleich mal ein. Und dann kann ich gleich mal was trinken gehen eigentlich. Warte, gehen wir mal hier raus. Gleich mal was trinken. Hier. Yes! Ich brauche keine Wasserflaschen mehr. Außer vielleicht, wenn ich in so einer unterirdischen Anlage bin, die ein bisschen weitläufiger ist. Das war auch diese weitläufige unterirdische Anlage, kann ich mich erinnern, um die es dabei ging. So, dann wollte ich auch noch eine Saatgutstreurakete machen, ne? Kann ich mich erinnern. Das war ein Plan, den wir noch hatten. Ich weiß leider schon nicht mehr so genau, was ich in der letzten Episode am Ende gesagt habe, was ich machen wollte. Es ist leider momentan, da ich jetzt gerade sehr viel Offscreen aufnehme zu Planet Craft, also ohne, dass ich das im Stream nochmal zeige, ist halt sehr viel am Start, was wir machen, wo ich sage, ja, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Zettel. Weil das nicht mehr so, die Sessions sind ja nicht mehr so zusammenhängend. Ich nehme dann meistens immer an einem Abend nochmal eine Folge für den nächsten Tag auf. Also ohne, dass da ein Stream läuft. Und im Stream nehme ich normalerweise immer gleich mehrere Folgen hintereinander auf. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Das mache ich jetzt aktuell nicht. Aus zeitlichen Gründen geht das gerade nicht so ganz. Deswegen ist das so ein bisschen. Deswegen gab es auch am Sonntag keine Planet Crafter Folge, falls ihr euch da schon gewundert habt. Ist halt, wie gesagt, immer so ein bisschen schwierig. Ja, da meinte dann auch einer irgendwie drunter, was hat er gesagt, wenn Gronkh drei Wochen braucht, um einen Stream hochzuladen, dann ist das, was du machst, völlig okay. Ja, vielen Dank, das freut mich natürlich. Wobei ich auch nicht gedacht hätte, dass der da so lange braucht. Ich hätte gedacht, der ist da relativ schnell, aber okay. Ich muss sagen, ich folge dem auch nicht, wie gesagt. Ich kann das nicht genau sagen. Aber jeder macht das halt, wie er will, ne? Insofern, so, jetzt, was hatte ich jetzt gesagt? Ich brauche Bakterien, genau. Okay, da brauche ich doch wieder Wasser aus Flaschen für Bakterien. Da müssen wir das hier nehmen, genau. Und, genau. Mutationen hier. Mutagene, nicht Mutationen. So. Genau, und jetzt Schwefel und, Gas.
Das war ja hier. Schwefel haben wir noch in der Hose. Sehr schön. Und dann machen wir hier gleich die Muttergene. Und dann brauchen wir noch einmal Bakterien. Da brauche ich noch mal Wasser. Jetzt stirbt meine Stimme schon wieder. Ey, was ist das? Ich habe gerade was gegessen. Meistens stirbt die direkt, wenn ich was gegessen habe und dann streame. Mir sagt es immer jetzt so nach dem Abendessen. Mache ich dann immer noch mal eine kleine Aufnahmesession. Planet Crafter. Das ist halt, wir haben gerade jetzt schon wieder für die Streams so viele andere Sachen auch. Das ist jetzt hier dieses Foundry, das ist jetzt auch wieder so ein Projekt, was mega viel Zeit halt frisst, weil man da auch wieder so Fabrikanlagen aufbauen kann und so und auch ziemlich groß denken muss und sowas. Und ich denke natürlich immer wieder zu klein. Ja, weil ich nicht zu groß denke, denke ich immer zu klein. Das ist eben auch das Problem dann. Da braucht man immer doppelt so viel Zeit für alles. Da ist gerade wieder für Planet Crafter Streams irgendwie nicht so viel Zeit gerade. Ich versuche, wie gesagt, trotzdem ein bisschen was noch nachzulegen ab und zu. So, da haben wir sie. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich brauche noch Essen. Okay, die Pflanze hier ist nicht gewachsen. Kürbis? Kürbis ist auch noch nicht so weit. Auberginen? Okay, da muss ich kurz warten. Habe ich nicht noch Astronautenfutter gehabt? Nee, habe ich nicht. Aber warte, wenn wir uns jetzt hier erstmal den Gedönsi hier rausnehmen, dann müssten wir jetzt zumindest so mal, schon mal die Saatgut-Streurakete starten können eigentlich. Das müsste jetzt eigentlich locker drin sein. Die müssten wir jetzt... Jawohl! Da ist sie! Die Saatgut-Streurakete! Nice! Dann super zündigen wir die mal gleich. Und dann direkt draufspringen. Obwohl, ist das so gut, wenn ich so wenig Leben habe, da drauf... Ich lass das mal lieber. Wir sind ja im Hardcore, wie gesagt. Da muss ich da, glaube ich, jetzt eher auf mein Leben ein bisschen achten. Wenn ich jetzt was zu essen gehabt hätte, hätte ich es machen können, hätte ich es riskieren können, aber so nicht. Genau, erstmal schön den Samen verteilen hier, nicht schlecht. Das geht nämlich wieder schön aufs Terraforming hier. Genau, wir sind ja bald da, so weit, dass wir Bäume pflanzen können. Ich weiß gar nicht, hatten wir den Baumpflanzer jetzt eigentlich schon? Den Baumgutstreuer? Die hatten wir noch nicht, ne? Der kommt jetzt bald. Aber den DNA-Manipulator hatte ich schon gebaut. Und, genau, da brauchen wir eigentlich auch Muttergene, ne? So an sich. Kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil ich jetzt kein Wasser habe. Moment, ist jetzt hier zufällig noch was zu essen gewachsen? Wie weit ist denn das hier? 92%. Ich darf jetzt natürlich auch nicht verhungern, das wäre jetzt ungünstig. 93%, 85%. Ich glaube, ich muss Auberginen essen. Ich muss mal die Auberginen essen, sonst sterbe ich, glaube ich, am Verhungern. Das ist nicht so gut. Lieber die Auberginen reinziehen, als zu verhungern. So, jetzt habe ich jetzt wieder gesagt. Schon wieder irgendwas gesagt, weil ich schon wieder vergessen habe. Egal. Ich hole mir jetzt nochmal Wasser und dann mache ich nochmal Bakterien und dann macht man noch... Guck mal, das geht ja, genau. Warnung, Hydration. Sehr gut, das passt perfekt. Und dann, genau, dann gehen wir nochmal auf jeden Fall zum Krater und lesen mal die Iklas-Nachrichten. Von dem Niklas, der sich das N nicht leisten konnte. Das ist auch lustig eigentlich. Irgendwer meinte da, Iklas wäre ein Frauenname. Das, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Frau getroffen, die Iklas heißt. Aber vielleicht bin ich doch einfach nur im falschen Kulturkreis unterwegs, man weiß es nicht. Vielleicht ist es ja in anderen Kulturkreisen ein Frauenname. So, da schwirren die Samen um mich rum. Ich habe sie schon richtig im Gesicht, nice. Das fühlt sich so gut an. Ist schon wieder vorbei, der Spaß. Geht auch immer so schnell, dann sind die Samen wieder weg. Unglaublich. So, warte, hier. Bakterien und dann Muttergene nochmal machen. Also nochmal Gas holen. Nochmal Gas geben. Gas und Schwefel haben wir eh noch drin. Genau, so. Muttergene, genau so. Und jetzt können wir hier nämlich dann aus beliebigen Pflanzen schon mal Baumsamen machen eigentlich. So, wir haben ja hier... Hier, genau. Die waren ja, glaube ich, recht gut, wenn mich nicht alles täuscht. Die können wir mal reinstopfen. Also wie war das? So, so. Und dann brauchen wir noch Baumrinde, glaube ich. Baumrinde war noch. Baumrinde ist ja direkt hier in unserem Biolabor. Wie wir jetzt alles auf einen Haufen haben und das alles voll schnell geht eigentlich. Ist ja fast schon gruselig, wie schnell das geht. Forschung. Genau, die waren ja ganz gut. Und dann müssen wir irgendwann nach und nach die goldenen Pflanzen auch noch ummodeln, sozusagen. So, jetzt packen wir mal das, was überschüssig ist, erstmal hier wieder rein. So, das kommt jetzt alles erstmal hier rein. Alles das, außer den Reservesauerstoff und das Essen, den nehmen wir jetzt mit. Weil wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir jetzt mal rübergehen zu dem Krater. Da will ich jetzt mal hin. Weil die Base da, die war ja auch recht ergiebig eigentlich.
Da gab es ja ziemlich viele coole Sachen. Wir nehmen jetzt mal noch das mit, was wir brauchen für eine Tür und einen Raum. Damit ich da auch atmen kann. Ist keine schlechte Idee. Zweimal Titan, einmal Silizium wird gebraucht. Und dreimal Eisen. Genau. Haben wir jetzt zweimal? Ja, zweimal Titan. Silizium. Und zweimal Eisen noch. Da ist Eisen. Einmal. Und dann... Wo ist noch was? Wo ist noch was? Da ist noch was. Eisen. Und da ist nochmal Eisen. Und wie viel... Haben wir jetzt hier noch? Ja, haben wir hier noch. Okay, können wir loslegen. Vielleicht nochmal einen Kürbis mitnehmen. Die waren ja auch fast fertig. Wobei da ja manchmal in Kisten auch Essen drin ist, in so Astronautenfutter. Aber ich nehme lieber doch ein bisschen mehr Essen mit, weil es kann ja auch immer sein, dass man mal in Asteroidenschauer gerät, Schaden bekommt und dann sich hochheilen muss. Dann sollte man schon ein bisschen mehr Essen dabei haben, glaube ich. Hey, hatte ich noch eine Bohne gehabt? Die habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Hätte ich die Auberginen gar nicht... Ach, ist egal. Habe ich total nicht gesehen irgendwie. Kein Plan. So. Wasser, dann nehmen wir mal eine Wasserflasche noch mit, lieber. Eine kann man auch mitnehmen, glaube ich. So. Auch wenn ich jetzt aus den Flüssen trinken kann, ist trotzdem besser. Falls man mal wirklich irgendwo an der Stelle ist, wo man gerade am Verdursten ist. Und man kann gerade nicht trinken. Es soll ja die verrücktesten Dinge geben. Irgendwie stürmt das gerade schon wieder, oder? Nee. Alles gut. Da habe ich mich wohl jetzt geirrt. Es klang gerade so, als wenn da wieder ein Sturm aufziehen würde. So, wir müssen jetzt mal gucken, ob der Weg dahin überhaupt frei ist. Zu diesen Locations. Also, ich glaube doch, der Weg in die in diese Quarzhöhle, der war ja schon frei. Mann, jetzt habe ich aber einen Frosch im Hals hier. Unglaublich. Manchmal, er will dann doch einfach nicht weggehen, der Frosch. Der bleibt dann immer so hartnäckig. Ja, ich glaube, wenn wir da durchgehen... Durch die Höhle mit den weißen Kristallen, da wo man das Zeolith auch farmen kann, da müsste es dann eigentlich den Durchgang geben zum Krater. Und da kommen wir dann, glaube ich, auch rein. Jetzt wollte ich mir eigentlich mal den Krater angucken, wie er ohne Gras aussieht und so. Jetzt ist natürlich hier schon so viel Wasser am Start. Ich bin mal gespannt, ob der Krater schon auch Wasser enthält oder ob das nochmal eine Ecke später kommt. Bin ich mal gespannt. Müssen wir mal gucken jetzt. Gehen wir mal da durch. So, nicht vergessen, ich kann auch ich kann zweimal atmen mit Reservesauerstoff und ich kann einen Notfallraum bauen. Nahrungsniveau niedrig. Ja, das ignoriere ich mal gerade. Wir fliegen jetzt erstmal durch. Hier genau ist nämlich weggeschmolzen schon. Da war eine Kiste in meinem Augenwinkel. Ich ignoriere jetzt mal die Kisten. Ich will einfach erstmal nur durch die Höhle durch. Und einfach erstmal nur... Oh, guck mal, hier ist noch kein Wasser. Okay, dann ist im Krater bestimmt auch noch kein Wasser. Ist hier nicht sogar der Durchgang zum Krater? Ich glaube, das ist sogar hier drüben. Müsste hier sein eigentlich. Bin ich mal gespannt, wie das da aussieht. Ob das da jetzt anders aussieht. Jo. Oh, da ist ja Staub drin. Krass. Der Krater ist voller Staub. Okay, warte. Bohnen essen. Da muss ich vor Schreck gleich direkt Bohnen essen. Okay, warte. Wir machen hier jetzt mal... Machen wir das hier oben? Kann ich da überhaupt rein? Ist das safe? Ist das eine gute Idee? Wir machen hier drüben jetzt mal den Atemraum. Und dann untersuchen wir mal den Krater in dem Zustand. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, hier schön mit Tür. Und dann erstmal atmen, genau. Das ist ja eine Herausforderung bestimmt, sich da drin zu bewegen. Guck mal, ganz viel Alloy und Aluminium. Ich trau mich da nicht rein. Was ist denn, wenn ich da drin sterbe, ey? Okay, aber das ist geil gemacht. Darf ich mal sagen, wie geil gemacht das ist, dass da komplett diese Staubwolken drin sind? Das ist sehr cool. Vor allem, dass die sich ja dann später anscheinend auch verziehen, ne? Krass. Boah! Da ist was drin, guck mal! Hier ist schon Wasser hier unten. Da ist ein Asteroidenbrocken, guck mal! Darf man da... Ist das okay, da hinzugehen? Oder ist das gefährlich? Wenn der noch glüht? Ich weiß nicht,
Die Frage ist auch, aber hä, der war doch vorher nicht da, oder? Krass, oh Gott, ich bin so fasziniert davon, dass ich vergesse zu atmen. Ah, das ist mega geil gemacht, ey. Das ist richtig geil gemacht mit dem glühenden Felsbrocken in diesem Nebel drin. In diesen Wolken. Das ist richtig cool. Das ist richtig, richtig gut umgesetzt. Das muss ich jetzt einfach auch mal sagen. Ganz viel Lob an der Stelle. Ja, das sind eben so diese einfachen Elemente, einfach effektiv genutzt, wie dieser Felsen dann so aus diesem Nebel rauskommt. Sieht einfach geil aus. Voll krass. Jetzt wird es auch noch dunkel. Okay, da gegenüber, da war ja diese große Base. Warte mal, wir können ja hier noch mal ein bisschen Material sammeln, dass ich da hinten auch noch einen Atemraum bauen kann, auf der anderen Seite vom Krater. Hier ist ja noch genug Zeug. Mach mal das Licht an. Machen wir das jetzt einfach mal. Was habe ich dabei? Okay, dreimal Eisen, zweimal Titan. Das ist es doch schon, oder? Jupp, das ist es schon. Okay, dann atmen wir noch mal. Dann gehe ich noch mal runter ans Wasser, noch mal trinken. Und dann gehen wir auf die andere Seite vom Kraterrand. Vorsicht, wegen... Oh, hier muss ich aufpassen. Wenn ich hier runterspringe, kriege ich Fallschaden, glaube ich. Wenn ich dann auch vergesse, das Jetpack zu benutzen. Der Boden ist ziemlich weit unten hier an der Stelle. Ja, ja, Hydration. Alles gut. So, dann fliegen wir mal auf die andere Seite und gehen mal auf der anderen Seite wieder hoch. Ist verrückt. Guck mal, wie meine Lampe an den Layern von dem Staub... wie die da so drauf bleibt und dann so ein... Also das sind ja so Ebenen, die einfach nur gelayert sind, diese Staubwolken. Das sieht man jetzt besonders gut. Und anscheinend blockt so ein Layer meine Taschenlampen, mein Taschenlampenlicht. Deswegen entsteht da so ein Kreis. Und der verschwindet dann so plötzlich. Ganz spannend eigentlich. So. Hier irgendwo war so eine Base, so ein Base-Zugang gewesen. Jetzt muss ich mal schauen. Wo ist denn der nochmal genau? Auf irgendeinem Vorsprung. Das ist natürlich nicht einfach, jetzt hier diese Stellen zu finden, ne, an sich. Weil man jetzt hier natürlich erstmal die Stelle finden muss. In diesem Nebel. Vielleicht ist es auch schlauer. Ah, guck mal, ich habe sie gefunden. Dann bauen wir jetzt hier direkt davor mal den Raum hin. Scheiße, ich kann ihn hier nicht aufstellen. Warte mal. Da geht's. Okay, bauen wir den mal gleich hier hin, dann können wir nämlich hier erstmal direkt atmen, bevor wir da in diese Station unten reingehen. Und ich esse mal noch einen Kürbis direkt, dann stört mich dann die Meldung nicht so. So, hier sind wir jetzt drin in dem Spaß. War das diese weitläufige Base eigentlich? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich mache mal nur eine Seite von den Türen weg, sonst habe ich mir das ganze Inventar voller Schrottkram. Ja, das war die weitläufige, guckt mal. Hier gab es ja sogar Sauerstoff, genau. Na gut, ich habe ja noch Reserve-Sauerstoff. Ich nehme den jetzt mal nicht auf. Hier ist nochmal ein Gang nach oben, oder? Oder bin ich von hier gekommen? Ah ne, okay. Von hier bin ich gekommen. Ich muss mir erstmal wieder orientieren da unten. Ist nicht so einfach. Aber das war die Base, wo man die Iklas-Nachrichten bekommen hat, auf jeden Fall. Gehen wir mal einfach geradeaus durch. Mal hier aufmachen. Hier, da. Wie viele Tage ich auf diesem Planeten verbracht habe, kann ich nicht mehr sagen. Erinnert sich meine Familie noch an mich? Ich vermisse sie so sehr. Ich vermisse an dieser Stelle alles, was kein roter Stein ist. Wartet, jemand von mir zu Hause? Ich habe wirklich eine Chance, hier rauszukommen. Ich tue mein Bestes, um zu überleben und ich werde immer besser darin. Vielleicht kommt Hilfe. Vielleicht schicken sie ein Rettungsteam. Auf keinen Fall wird uns jemand suchen. Mich suchen. Iklas. Im Jahr 3041. Krass. Der arme Iklas. Hier ist eine... geheime Tür, glaube ich, genau. Ja, Pflanzen, Baumsamen. Wir haben schon die ersten Baumsamen bekommen. Nice. Okay. Ich nehme mal noch die Düse mit und den Stab und den Dünger und das. Und den Rest lassen wir erstmal hier, weil so viel kann ich jetzt auch nicht tragen aktuell. Ich gehe nochmal hoch und atme nochmal. So. So. Und dann hier nochmal atmen. Und ja, ich weiß, ich habe Reserve. Eigentlich müsste ich meinen Reservesauerstoff wenigstens noch einmal benutzen, damit ich mal ein bisschen mehr Schlotz habe. Also ich versuche die Nachrichten jetzt schnell zu lesen, ja, weil ich habe halt nicht so viel. Ich will halt schon schauen, dass ich nicht ersticke beim Nachrichtenlesen. Das wäre irgendwie dämlich. Also im Hardcore-Modus wäre das irgendwie selten dämlich. So, weg damit, genau. Schön durch die Tür.
Da vorne ist schon wieder eine Tür. Hier geht's nochmal nach unten. Hier sind nochmal Behälter. Gucken wir mal, was hier so drin ist. Das nochmal, okay. Ich nehme mal den Uranstab mit, genau. Und dann nehmen wir hier noch das Alloy mit. Und hier sind nochmal Kisten drin gewesen, glaube ich. Ja, nochmal ein Schrank. Nochmal eine Düse, okay. Und nochmal... Ich nehme erstmal das mit, würde ich sagen. Jetzt ist mein Inventar ja eh voll. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Aber wir haben immerhin schon mal eine Ignaz-Nachricht schon mal gelesen. Nicht schlecht. So, genau, mein Inventar ist voll. Ich muss mich halt entladen jetzt. Wobei, na gut, ja, wenn ich noch einen Slot freimache. Ich trinke, könnte ich noch einen freimachen. Ach, ist jetzt auch egal, ich will jetzt wieder zurück. Wollen wir mal das Glück nicht überstrapazieren, nicht wahr? Vielleicht ist ja, wenn wir wiederkommen, dann schon ein bisschen der Staub verzogen. Da wäre jetzt mal spannend, ob der sich wirklich verzieht halt, ne? Oder ob das halt damals, als wir das erste Mal untersucht haben hier, ob das vielleicht da einfach noch unvollständig war. Vielleicht war der Krater damals, wo wir das erste Mal hier waren, auch einfach noch unvollständig. Und der Nebel und der Felsen, der glüht in der Mitte, also der Asteroid, der eigentliche, das hat vielleicht da noch einfach noch gefehlt. Das war vielleicht einfach nicht vorhanden. Was natürlich cool wäre, ist, wenn es im Laufe des Terraforming, wenn sich im Laufe des Terraforming der Stein abkühlt, die Textur normalisiert, also wenn es ein normaler Stein dann ist, und der Nebel verschwindet. Aber beim Sandfall verschwindet ja der Nebel auch nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, ob das so ist. Bin ich mal gespannt. Wir waren ja, wie gesagt, beim letzten Mal, also wo wir das erste Mal hier waren, waren wir ja auch in dem Spielstand, wo deutlich mehr Terraforming schon gemacht wurde. Sieht aus wie so eine Wolkendecke. Sieht schon ein bisschen geil aus. Ist schon echt ein bisschen geil. Ich bin gespannt. Ja, so gibt es eben doch immer noch mal was Neues zu entdecken, nicht wahr? Ich finde das ziemlich geil gemacht. Wie seht ihr das? Also, ich bin schon ein bisschen begeistert. Ja, wie gesagt, es ist so auf so einem Subnautica-Niveau begeisternd, finde ich. Also, es ist jetzt nicht wahnsinnig, dass mir jetzt so wahnsinnig der Kopf explodiert, aber es ist halt schon mit den spartanischen Mitteln, die sie hier grafisch halt nutzen. Weil es ist jetzt ja kein High-End-AAA-Spiel irgendwie grafisch, ja. Finde ich das aber trotzdem ziemlich beachtlich, was sie so mit aus dieser Grafik halt, aus dieser begrenzten rausholen, ne? Erzextraktor T2, ja nice. Oh, da müssen wir mal welche machen, definitiv. Da müssen wir mal für Osmium und für Zeolit am besten auch direkt. Und für Iridium am besten auch direkt mal welche machen. Oh, warte, das ist ein Alloy-Asteroidenschwarm, oder? Oder? Asteroiden? Oder ist es ein Sturm? Das ist jetzt nicht ganz raus. Könnte beides sein. Ich sehe aber noch keine Asteroiden. Ich gehe mal lieber rein. Kommt scheinbar nichts. Das ist ein Sturm. Jetzt ist aber auch wieder die Farbe anders beim Sturm. Jetzt ist die Farbe wieder so violett. Das ist schon auch auffällig, ne? Dass die Farbgebung, je weiter das Terraforming voranschreitet, ändert sich die Farbgebung beim Sturm. Und ich meine nicht, dass gerade Nacht ist, oder? Es ist gerade schon auch noch Tag. Ist schon krass. Ist schon verrückt. Aber es finde ich cool, sowas. So die Details. Guck mal, das ist auch ja, das ist ja derselbe Sandeffekt, glaube ich, auch da. Das ist halt so ein Partikeleffekt. Wie beim Sandfall. Und auch da beim Krater. Das ist, glaube ich, ein ähnlicher Effekt. Nur der hat halt andere Eigenschaften. Andere Parameter. Nicht schlecht. So, wie lange dauert es denn eigentlich noch, bis wir Baumsamenstreuer jetzt kriegen? 65 Tonnen Biomasse. Was? Und wie viel haben wir? 50 Tonnen Biomasse. Okay, gut. Das dauert nicht mehr so lange. Nice. Ja, das ist wirklich... Der Sturm ist anders. Wenn das Terraforming die Baumstufe erreicht hat, ist der Sturm anders, definitiv. Ja, cool. Sehr schön, sehr schön.
Gut, jetzt sind wir wieder zu Hause. Jetzt haben wir natürlich einiges erbeutet hier. Jetzt haben wir ja sogar schon Baumsamen erbeutet. Und hier müsste der Baumsamen jetzt auch... Hä? Habe ich die Sequenz nicht eingeleitet? Ich habe die Sequenz wieder nicht eingeleitet. Na toll. Oh Gott. Ja, ist okay. Ist okay, ich habe es wieder vergessen. Ist gut. Dafür haben wir zwei Düsen jetzt. Dann könnten wir jetzt ja eigentlich direkt nochmal Raketen starten eigentlich, ne? Wie sieht es denn eigentlich mit den Werten beim Terraforming aus? Beim Terraforming, guck mal, wir haben schon 87% von der Baumstufe abgelegt. Die Baumstufe geht so schnell, dass ich nicht mal dazu komme, Bäume zu bekommen. Herrlich. Okay, was steigt denn am langsamsten? Ja, eigentlich die Biomasse. Wir müssen eigentlich wirklich nochmal eine Biomasse-Rakete starten. Wärme ist aber auch jetzt nicht gerade besonders stark am Steigen. Luftdruck dafür umso mehr. Sauerstoff steigt jetzt aber auch nicht besonders krass. Aber lass mal nochmal eine Biomasse machen, glaube ich. Haben wir noch Seedlürmer? Das ist jetzt die Frage, hatte ich noch was? Ja, hatte ich. Brauchte ich einmal oder zweimal? Ich weiß es jetzt gar nicht. Muss auch mal nachgucken. Trinken muss ich. Brauchte ich eine Seedlürmer oder zwei für eine Biomasse-Rakete? Eine. Einmal Dünger und einmal Baumrinde. Okay, Dünger. Hatten wir den jetzt noch gehabt? Ja, wir haben den Stufe 2 Dünger, genau. Den kann ich eigentlich auch mal hier reinpacken. Den brauchen wir jetzt nicht. Nee, wir brauchen das. Schieb mal hier erstmal noch die Rods mal weg. Und das Schwarzpulver auch. Nee, wir brauchen noch hiervon. Nee, Moment, stopp, warte mal, Sekunde. Was brauche ich jetzt nochmal für Dünger, für normalen Dünger? Auberginen auf jeden Fall. Drei Algen, ein Schwefel, zwei Auberginen. Genau, sind die hier schon fertig? Jo, sind sie tatsächlich. Und drei Algen brauchen wir noch. Und dann haben wir es. Also zwei Algen noch. Zwei Algen. Einmal, zweimal. Wunderschön. Ausgezeichnet. Und dann kann es losgehen. Es gab lange keinen Asteroidenschauer mehr, oder? Vor allem gab es lange keinen Alloy-Asteroidenschauer mehr. Boah, wenn es einen gibt, muss ich mich sofort leer machen. Und dann sofort bereit machen zum Einsammeln. So, da haben wir den. Genau. So, was war jetzt nochmal? Man muss irgendwie, müsste man sich diese Raketenrezepte auch extern nochmal abrufen. Ich glaube, Rinde hatte noch gefehlt, oder? War es Rinde? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's schon wieder vergessen. Nochmal nachgucken. Rinde, genau. War doch richtig, siehst du? Hab ich mir doch gleich gesagt. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn ich sterben würde, indem ich vom Turm springe. Von meinem Raketenturm und das Jetpack nicht gezündet kriege. Hatte ich nicht sogar noch Rinde hier im Schrank? Ja. Wenn ich einfach von dem Turm Körper mache... Und dann so blöd aufkomme, weil ich vielleicht noch zu wenig Leben habe, dass ich das wenige Leben, was ich habe, abgezogen kriege. Oder wenn ich von der Rakete so weit nach oben gezogen werde, dass ich es auch nicht schaffe, meinen Jetpack zu starten, dann sterbe ich dabei. Und es geht nach oben. Juhu. Ja, da wird's rumgeeiert. Genau, sehr nice. So, da kriegen wir nochmal eine Biomasse-Rakete jetzt. Noch mehr Biomasse. Dann steigt die auch schneller, kriegen wir schneller die Baumsamen. Vielleicht kriege ich ja die Baumsamen tatsächlich nochmal, wenn ich, noch in der Baumstufe... Ja, wird ganz knapp, glaube ich. Ganz knapp wird das. Nee, das schaffen wir nicht mehr, da steigt die Biomasse zu langsam. Wir sind jetzt schon bei 93, guck mal. Da steigt die Biomasse einfach nicht schnell genug dafür. Wir brauchen ja 65 Tonnen. Genau. Wir könnten noch mal eine Heizung aufbauen eigentlich. Wie viel Strom haben wir denn noch? Ja, das geht noch. Komm, lass mal noch eine Heizung bauen. Wir haben ja jetzt so viele Stäbe hier gekriegt, oder? Aber nee, wir brauchen noch ein bisschen... Ein bisschen Zeug brauchen wir noch. Ich mach mal hier ein bisschen was weg. Ein bisschen Iridium brauchen wir noch. Dann trinke ich jetzt hier noch mal was. So, ich hoffe, das ist jetzt hier... Ich hoffe, das ist jetzt hier nur meine Rakete und nicht ein Asteroidenschauer jetzt.
Manchmal, wenn das Jetpack so ein bestimmtes Geräusch macht, klingt das, als wäre das ein Asteroid. Muss man echt aufpassen hier. Wie jetzt auch überall das Zeolit aus der Erde kommt. Herrlich. Also ich finde tatsächlich die Baumsamenstreuer Stufe 1, die müssten fast ein kleines bisschen früher noch kommen. Weil ich finde, man kriegt die ein bisschen spät. Die Baumstufe ist ja schon abgehakt. Oh. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, schnell. Shit, shit, shit. Schnell rein. Schnell. Oh Gott. Oh. Boah. Ja, jetzt hat's mich aber richtig überrascht, ey. Gott sei Dank habe ich mein Inventar leer gemacht nochmal. Kann das sein, dass diese Alloy-Asteroiden immer dann kommen, wenn ich mich gerade in Richtung Iridium-Höhle bewege? Irgendwie ja schon. Alter Schwede, ey. Heftig, heftig. Ich möchte auch ehrlich gesagt nur in dieser Iridium-Höhle sein, wenn die um mich rum einschlagen. Da würde ich mich nicht mal in meiner Base sicher fühlen, ey. Ich traue mich auch nicht, die Tür aufzumachen und zu gucken. Auch wenn es ehrlich gesagt mal ziemlich krass ist. Alter, guckt euch das an. Guckt euch dieses Feuerwerk an, ey. Alter. Schlimmer als Silvester, ey. Guckt euch das an. Es regnet Asteroiden. Aber wir müssen dann schnell sein. Wir müssen schnell raus. Wenn es vorbei ist. Denn wir müssen dann gleich einsammeln. Alter, da hast du doch keine Chance, wenn du da draußen rumläufst. Du wirst doch safe von irgendwas getroffen. Da kannst du dich ja wirklich nur in die nächste Höhle verziehen und hoffen, dass alles, dass alles vorbei ist und dass alle draußen bleiben. Das ist wirklich eindrucksvoll. Und auch extrem gefährlich. Okay, wir haben's. Schnell raus. Und jetzt schnell Zeug einsammeln. Boah, da ist nur einer runtergekommen. Boah, da kommen noch welche. Ist Betrug. Da kommen schon wieder die nächsten. Das sind andere. Das sind zwei Asteroidenschauer hintereinander. Ihr wollt mich doch rollen. Da kann ich ja das Alloy gar nicht aufsammeln. Na toll. Na toll. Ganz klasse, ganz klasse. Das sind jetzt die normalen, die Standard-Asteroiden. So, jetzt, während die jetzt da draußen einschlagen, verschwindet halt das Alloy jetzt, ne? Ich will halt auch nicht beim Asteroidenschauer draußen rumrennen im Hardcore. Das macht keinen Sinn. Das Risiko ist zu groß. Zumal ich jetzt auch kein neues Essen mehr dabei habe. Ich kann mich nicht mehr hochheilen, wenn ich getroffen werde. Ach, weißt du was? Ich fange schon mal an, Iridium zu farmen, glaube ich. So. Schon mal ein bisschen was mitnehmen. Ich brauche ja nicht viel. Warte mal, ich brauche glaube ich nur so 4 oder so. 4 Stück. Müsste ausreichen. Gott, ich war noch nie so froh, dass ich eine Höhle über meinem Kopf habe. Das reicht schon. 5 Stück reicht locker aus. Können wir noch einen Rod machen. So, das war's jetzt. Genau, aber ich wette, das Zeug ist jetzt schon despawned. Das Gute. Ja, da ist nichts mehr. Ach, wie ärgerlich. Weißt du, da kommt mal ein Alloy-Asteroid runter. Ein Asteroidenschauer. Und dann kommt direkt danach ein Standard-Asteroidenschauer. Das ist maximal ärgerlich jetzt, muss ich mal sagen. Weil das ganze Zeug brauche ich alles nicht. Alloy dagegen wäre schon ziemlich geil gewesen. Naja. Wie gewonnen, so zerronnen. Wenigstens hat es mich nicht erschlagen. Das wäre ja noch schöner gewesen. Ist das Alloy? Nee. Das ist wirklich schon alles weg. Heftig. Wie schnell das einfach despawnt. Wenn du da nicht direkt nach dem Asteroidenschauer anfängst, das zu farmen, ist es. Kannst du es vergessen, dann kriegst du nichts mehr. Aber dieser Alloy-Schauer ist echt heftig im Hardcore, ey. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Das ist wirklich richtig krass. Richtig heftig. So, dann stellen wir noch eine Heizung jetzt auf, wie gesagt. Hatte ich nicht auch noch irgendwo noch Heizungen im Raum stehen gehabt? Hatte ich hier drin noch Heizungen im Raum stehen gehabt eigentlich? Oder hätte ich die jetzt alle schon rausgenommen? Die habe ich alle schon rausgenommen, genau. Warte mal, ich muss noch mal hier rumfliegen jetzt. Ich glaube, ich hatte hier noch die eine oder andere Heizung irgendwo drin stehen, die ich noch nicht ausgebaut habe. Ich überlege gerade.
Waren hier noch welche drin? Ja, guck mal, hier sind nämlich noch welche drin, siehst du? Hat er nämlich vergessen. Unglaublich. Jetzt können wir nämlich hier noch eine Außenheizung machen. Die Schwarzpulver haben wir ja sogar auch schon. Genau. Wie gesagt, die ineffizienten Sachen abbauen und durch die effizienten Sachen ersetzen. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Gib mir das. Und dann machen wir nochmal Schwarzpulver jetzt einfach. Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, was. Zweimal Schwefel? Ja, es war zweimal Schwefel. Zweimal Schwefel und einmal Iridium. Brauchen wir jetzt gleich zwei Stück. Soll der Geiz. So. Hier eine hin. Und dann noch eine. Nicht die kleine, die da. Ah, wir. Wisst ihr, jetzt hätte ich das Alloy gut gebrauchen können. Toll. Ein bisschen was haben wir ja noch. Ach, weißt du was? Ich mach das jetzt hier so. Hier so, genau. Ins Eck. Nice. Jetzt müsste die Wärme eigentlich nochmal richtig Gas geben hier. Schauen wir mal. Jawohl. Ach nee, das ist der Luftdruck. Ach nee, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich eigentlich bauen wollte, Leute. Ich wollte die Stufe 2 Bohrer bauen. Nein, jetzt habe ich die schönen Iridiumstäbe da reingeballert in die Heil. Aber gut, ist egal. Mehr Terraforming ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Und guck mal, einen Stab kann ich ja sogar noch machen. Glaube ich, oder? Jo. Guck mal, da haben wir noch einen und ich brauche aber zwei. Achso, ich brauche ja auch die Superlegierungsstäbe. Da haben wir einen schon. Kann ich den schon machen? Nee, ne? Doch, kann ich schon. Okay, ja, Superlegierung. Wäre halt geil gewesen, ja? Ist leider, hat leider nicht sollen sein, dass ich das aufsammle. Schade, schade. Naja, dann packt mal hier die Standardressourcen jetzt erstmal rein. Dann holen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Iridium. Was soll der Geiz? Halt erstmal Essen mitnehmen noch. Wasser braucht man ja nicht unbedingt, aber Essen ist schon wichtig. Genau. Wie weit ist denn die Biomasse jetzt noch mal? 56, okay, dann haben wir bald. Okay, wir sind schon jetzt wieder in der Insektenstufe. Die Baumstufe haben wir einfach übersprungen gefühlt. Und jetzt sind wir schon wieder bei den Insekten, unglaublich. Und noch nicht einen einzigen Baum gepflanzt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Da habe ich aber sehr unproportionales Terraforming gemacht diesmal. Das muss irgendwie an meiner Auswahl liegen. Welche Prioritäten ich so gesetzt habe beim Terraforming. Weil das ist schon sehr unproportional diesmal. Bin mal gespannt, wenn ich jetzt wieder in die Richtung gehe, ob jetzt direkt wieder so ein Alloy-Asteroidenschwarm kommt. Vielleicht gibt es hier irgendwie so ein. So eine Laserschranke. Wenn ich da durchfliege, dann werden die ausgelöst. So, hier an dem Punkt kamen sie beim letzten Mal schon. Nee, alles gut. Ist nichts passiert. Alles gut, alles fein. Dann ziehen wir uns mal Iridium rein. Danach müssen wir Alloy auftreiben, ganz viel. Dass wir diese Stäbe, die Alloy-Stäbe machen können für die Minatoren. Ganz wichtig. Vielleicht auch hier in die Höhle mal wieder einen Crafter bauen hier. So einen erweiterten Crafter. Hatte ich eigentlich hier die Dings schon aufgemacht? Ja, die hatte ich schon weggemacht. Okay, gut. Die goldene Kiste. War mir gerade noch so eingefallen. So, genau, gib mir das. Ja, ruhig noch ein bisschen mehr. Da können wir ruhig ein bisschen in die Vollen gehen jetzt. Ruhig alles mitnehmen, was geht und dann schon mal alles zu Stäben verarbeiten. Stäbe wären jetzt auf jeden Fall ganz wichtig. Da braucht man ganz viel. Beim Sandfall war ja noch ganz viel Alloy, ne? Da können wir auch noch mal hingehen eigentlich. So demnächst. In Bälde. Ah, hier, genau. Da war auch noch eine. Quatsch, ich kann die hier nicht. Ich kann das nicht farmen. Ah, jetzt. Es kommt auf den Winkel an, warte. Ja, sag mal. Das gibt's doch gar nicht. So ein bestimmter Winkel. Jetzt.
Oh, warte, jetzt nehme ich mal meinen Reservesauerstoff. Ich glaube, das schaffe ich jetzt auch nicht mehr zurück. Bin ich denn auch mal losgeworden jetzt? Hier ist schon wieder so eine Stelle. Das sind so unsichtbare Farming-Blockierungswände. Gibt's ja gar nicht. Sauerei. Nice, so, das haben wir geschafft. Schon da wöhnen. Das hier noch. Komm schon. Ach, sag mal, was ist denn das hier? Man hängt da schon ganz schön fest jetzt. So, und hier kommt man nur mit dem Jetpack ran an dem Ding. 5 haben wir noch Platz. Hier ist noch was. Da habe ich ja die Höhle schon fast leer geräubert jetzt. Ist ja schon fast nichts mehr übrig hier. 3 noch. 2, da unten sind noch welche. Oh, das habe ich jetzt, da habe ich jetzt, glaube ich, Fallschaden gekriegt, oder? Oder habe ich jetzt Fallschaden gekriegt? Ich esse mal eine Bohne, dann kann ich hier noch eins mitnehmen. Krass, so, dann fliegen wir mal zurück, würde ich sagen. Und lösen das alles mal ein. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Planet Crafter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr mehr von Planet Crafter sehen möchtet. Ihr könnt auch gerne in die Playlist reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt ist, oder meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!